Königsberger Klopse kennt jeder, sei es aus der Kantine, der Schulküche oder schlimmstenfalls aus dem Tiefkühlregal. Ich muss sagen, bei meiner Oma haben sie immer noch am besten geschmeckt. Tja, und heute bereiten wir sie ganz einfach mal im Dutch Oven auf dem Grill zu. Was wir dazu gebraucht haben, wie wir das gemacht haben, seht ihr in diesem Video. An Zutaten benötigen wir diesmal einiges. Wurzelgemüse, Zitrone, Ei, Sardellen, Kapern, Milch, Rapsöl, Weißwein, Mehl, Butter, Toastscheibe, Schweine- und Rinderhack, Dill, Kokosblütenzucker, Muskat, Oregano, Lorbeerblätter, Pfeffer und Salz. Die genauen Angaben wie immer unten in der Box. Wir beginnen damit, unsere Scheibe Toast zu entrinden und in etwas Milch einzulegen. Danach fangen wir auch schon an, unser gesamtes Wurzelgemüse klein zu schnippeln. Das ist bekanntlich eine langweilige Angelegenheit und so schauen wir mal auf die Königsberger Klops, um die sich zahlreiche Mythen und Legenden ranken. Es fängt schon damit an, dass Wikipedia mit der kochbuchlichen Erwähnung im Jahre 1845 eine falsche Jahreszahl angibt. In dieser Zeit hat noch keiner von Königsberger Klops geredet. Immerhin hat Johann Georg Grünitz 1787 in seiner ökonomischen Enzyklopädie preußische Klops erwähnt, die der heutigen Version schon sehr ähneln und die sogar zum Frühstück verzehrt wurden. 1888 schreibt das Meyers Universallexikon dann schon von Klops à la Königsberg und bezieht sich dabei auf Fleischklops in bekannt weißer Soße. Ada Reh gibt 1919 im Hamburger Kochbuch ein immer noch aktuelles Rezept preis und nennt sie direkt beim Namen Königsberger Klops. Die Kapern wurden übrigens erst 1933 in einem Rezept erwähnt. Auch beim Fleischeinsatz gibt es Kontroversen. Die einen schwören auf Kalb, die anderen auf Hack vom Schwein und Rind. Eine feste Rezeptur scheint es in der Tat nicht zu geben, außer dass am Ende Fleischklops in bekannt säuerlicher Soße schwimmen. Egal, was auch immer für ein Fleisch eingesetzt wurde, früher wurde es einfach mit einem Holzhammer mürbe gekloppt. Daher wohl auch der Name Klops. Erst 1850 kam der Fleischwolf auf und das Kloppen hatte ein jähes Ende. Soweit die Geschichte, kommen wir wieder zurück an den Dutch Oven. Der Dutch Oven hat inzwischen ordentlich Hitze, wir geben etwas Rapsöl hinein und unser Wurzelgemüse zum Anrösten. Das Ganze löschen wir mit einem ordentlichen Schluck Weißwein ab. Dann folgen auch schon die Gewürze, sprich unsere Pfefferkörner und die Lorbeerblätter. Etwas Salz, immer Vorsicht bei Salz, wir arbeiten mit Sardellen. Dann schütten wir das Ganze mit 2 Liter Wasser auf, geben den Deckel auf den Dutch und lassen das Ganze einige Minuten köcheln. Die Zeit nutzen wir, um unsere Fleischbällchen vorzubereiten. Zuerst hacken wir Sardellen und drücken dann unsere eingeweichte Toastscheibe über ein Sieb aus, damit nicht zu viel Flüssigkeit später ins Hack gelangt. Dieses würzen wir jetzt ordentlich mit Oregano, geben das Ei hinzu, pfeffern das Ganze und salzen auch sehr vorsichtig. Es folgt der eingeweichte Toast, die gehackten Zwiebeln,
und die klein gehackten Sardellenfilets. Dann kneten wir die gewürzte Hackmasse kräftig durch, ruhig etwas Zeit nehmen und kräftig durchrühren, damit die Hackbällchen Bindung bekommen und zum Schluss nicht auseinanderfallen. Wir formen Bällchen mit einem Gewicht von ca. 50 Gramm, sodass bei unserer Hackmenge ca. 12 Fleischbällchen herauskommen sollen. Am Ende sind es 12 und ein kleiner geworden. Die Gemüsebrühe hat jetzt ordentlich Geschmack und jetzt dürfen die Fleischbällchen hinzu. Die ganze Sache wird ca. 10 bis 15 Minuten bei geschlossenem Deckel und kleiner Hitze geköchelt. Wir nutzen die Kochzeit und bereiten weiter vor. So wiegen wir 50 Gramm Butter und 60 Gramm Mehl für die spätere Mehlschwitze ab. Des Weiteren schneiden wir uns die Hälfte einer Zitrone in Scheiben und rühren direkt im Glas mit einer Gabel schon die Kapern kräftig durch, denn wir wollen jetzt keine kleingeschnittenen, sondern ruhig größere und kleinere Stücke in unserer Soße haben. Unsere Fleischbällchen tänzeln oben am Wasserrand, ein gutes Zeichen, dass sie gar sind. Jetzt dürfen sie die Brühe wieder verlassen. Der tolle Geschmack der Fleischgemüsebrühe wird natürlich weiterverwendet. Diese brauchen wir noch für unsere Mehlschwitze. Also sieben wir das Ganze durch und füllen uns einen Liter ab. Nun folgt unsere Mehlschwitze. Wir zerlassen die 50 Gramm Butter im mittelheißen Dutch Oven und geben dann nach und nach unter kräftigen Rühren mit einem Schneebesen das Mehl hinzu. Schlüssel zum Erfolg ist wirklich rühren, rühren, nochmals rühren. So ist es auch kein Wunder, dass wir den Liter Fleischgemüsebrühe kräftig in unsere Mehlschwitze Schluck für Schluck einrühren. Nun dürfen auch die Fleischbällchen zurück in die Soße. Jetzt machen wir die Soße richtig würzig. Zuerst das Glas Kapern hinein, gefolgt von 2 Teelöffel Dill, unsere Scheiben Zitrone und den Saft der halben Zitrone. Eine ordentliche Flocke Butter, etwas Salz, wie gesagt, Vorsicht, dann etwas Pfeffer und ganz viel Muskatnuss. Wir haben dazu noch etwas Zucker hinzugegeben. Dann rühren wir das Ganze kräftig um, Deckel drauf und lassen es nochmal 5 Minuten ziehen. So, Deckel runter und es wird Zeit, eine ordentliche Portion für unseren Probierteller vorzubereiten. Und los geht's. Saftige Fleischbällchen in pikanter Kapernsoße. Ein paar Kartoffeln dazu. Einfach genial. Schmeckt fast wie bei Oma. Ja Leute, Daumen nach oben. Ein Gericht, das man durchaus mal Gästen präsentieren kann, um zu zeigen, dass man nicht nur Bratwurst und Steak auflegen kann, sondern auch was anderes im Dutch Oven zu kochen ist.
In diesem Sinne, zum Wohl, ein kühles Blondes noch zum Abschluss. Ich freue mich über Kommentare, die ganz lieben und netten von euch empfehlen mich weiter und abonnieren sogar den Kanal. Bis demnächst hier bei Grill 5.0.